Hallo und herzlich willkommen, bei Alexander P. Let's Play Omzi 2 mit der Straßenbahn wieder NF6D. Und genau, ich zeige euch heute mal, wie ihr losfahren könnt, also stehen bleiben. Die Straßenbahn will mich ein bisschen verarschen. So, jetzt fahren die automatisch. Ich krieg's gar nicht mehr weiter. Mein Nachkuckler. Ja, heute habe ich eine andere Bahn ausgesucht. Wir schwingen einmal raus hier, schön mit rein aus. Nee, Rheinbahn. Oder für Let's Play, Vorschaubild. Ja, klar. So, schwingen wir uns wieder in den Zug und fahren gleich los, sobald die blöden KI-Autos mal losfahren. Einsteigen bitte. So, jetzt steigen alle ein. Fahrpraktisch, hier sieht man wieder am besten so ein schönes Foto. Ja, genau, so ist ein schönes Foto. Und ab geht's. Wir fahren wieder weiter. Bahnhof. Diese Ansage ist privat. Dafür gebe ich keinen Link raus. Tut mir leid. Hat ein guter Kumpel von mir gemacht. Diesmal. Frau will hier einsteigen, das ist auch unlogisch. Hier, komm. Wir fahren mit 3 los. Katernberger Markt. Mann geben. Wie letztes Mal Video gesagt, ihr könnt euch das runterladen. Also @kaufen.p
14,85 Euro auf Steam oder bei Aerosoft. Und da ihr ja eure Geld entweder bei Aerosoft abgeben oder bei Steam. Ich würde euch den bei Steam abgeben. Also kauf euch Straßenbahn, macht auch Spaß. Hamilstraße. Fahren wir los in 5 Sekunden. So, einmal jetzt den Regen gezeigt. Das nächste Mal zeige ich euch den Schnee, wenn ihr wollt. Schreibt einfach unter diesem Video einen Kommentar. Abfahrt. Triple Z.
Park Nienhausen. Haben wir Abfahrt. So. Abfahrt. Fürstinnenstraße. Ja, wir haben eine Straßenbahn. Fährt mit uns. Geht jetzt nicht verspätet. Zug wird voll. Ja, ja. Hans Böckler Allee. Das war eine Vollbremsung, dass ihr das seht, dass sie auch länger. Ja, lol, Straßenbahn fährt durch. Cool. Habe ich auch noch nie erlebt. In echt kann auch keine Straßenbahn durch eine andere Zug fahren. Beinstraße. Ja, ich habe ein bisschen geschlafen gerade. Aber die steigen ein. Ja, kann ich ja gucken. Feldmarkstraße.
Ja, ich kann euch echt wirklich sagen, ihr könnt das kaufen. Ihr müsst ja nicht erben. Ihr könnt das kaufen, wenn ihr das wollt und wenn ihr das nicht wollt. Dann ist es ja eure Sache. Aber ich kann euch das empfehlen, kauft euch das. Das Produkt hat echt Overwegstraße. Seine. Man kann seinen Spaß hier haben bei der Straße, aber man kann fahren. Hauptsache man kann etwas machen, weil es gibt manche Spielen, die echt manchmal unnötig ist. Zum Beispiel, ich finde ein Spiel, der etwas nicht mit Grafik zu tun hat, sondern dass einfach auf eine Karte zum Beispiel drauf geklatscht ist. Zum Beispiel hier sieht man, dass es gar nichts drauf geklatscht ist. Das ist mit Realität tatsächlich gar nichts zu tun. Also dann könnte man auch das theoretisch kaufen. Ich sag's ja nicht, weil ich dafür Geld bekomme, sondern das ist eine Empfehlungswert. Ich bin ein Generator, ob sie spielt. Also privat und hier für euch Let's Plays mache. Aber ihr müsst immer dran denken, dass manchen sagt, ja, heute kein Omzi zocken, sondern wir machen hier keine Ahnung was privates. Ich mache auch privates, aber ihr müsst auch nicht verstehen, alle Videos haben 5 bis 6 Tage. Musiktheater. Und ja, genau. Oh. Aber ich mache gerne für euch ein Video auf die 2 oder 3 Simulator. Wahrscheinlich auch Bus Simulator. Wahrscheinlich kann ich sagen, wahrscheinlich ist ein großes Fragezeichen noch offen bei mir. Da kommt ja sowieso jetzt am 25. August. Tempo-Simulator raus, so wie September kommt Omzi 2 Rheinhausen raus, so wie auch Notruf 112 Feuerwehr-Simulator. Da könnt ihr auch mal sagen, was ihr sehen wollt, demnächst von mir wieder Tempo-Simulator. Wenn es rauskommt, würde ich euch das auf jeden Fall ein Test zeigen. Und wegen Abfahrtigkeit raus. Muss ich warten. Und wenn ihr Bus-Simulator sehen wollt, dann schreibt auch auf dieses Video einen Kommentar. Wir wollen wieder Bus-Simulator von dir sehen, weil das, keine Ahnung, weil es Spaß gemacht hat, wie das fährt oder, keine Ahnung. Ja, auf die Straßenbahn kann klingen. Aber ich kann euch versprechen, für euch kommt auf jeden Fall Omzi sowie Tempo-Simulator erstmal, bis das Video, also die Spiele erscheint. Oh, jetzt geht's runter und die liegen vorher. Heinrich-König-Platz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
Kollegen da. Wow, die Straßenbahn ist echt fast voll. Ja, und dann kommen wir jetzt sowieso zu Ende. Genau. Aber ihr könnt auf jeden Fall euch den Zug kaufen. Auch wenn ihr mehr Let's Plays von mir sehen wollt. Immer wieder unter diesem Video einen Kommentar schreiben. Genau. Gelsenkirchen Hauptbahnhof, Endhaltestelle, Terminalstopp. Dieser Zug endet hier. Bitte aussteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, wir kommen zu Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mal einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar unter diesem Video. Wenn euch mein Kanal gefällt, dann drückt auf Abonnieren und dann, ja. Ja, immer die aktuelle Videos von mir und besucht mich bei Facebook Fanpage. Da bin ich auch jedes Mal da für euch. Sag dann viel Spaß noch und fahre Straße bauen. Macht Spaß, so wie Bus fahren. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Alexander LP. Nächstes Mal kommt wieder Dream Simulator 2016. Ist ja klar. Drückt die F2 einmal. Genau. So, jetzt schreibt alle aus. Die Frau will nicht aussteigen. Dann müssen wir mal kurz was machen. Guck ihr am Ziel. 0, 9, 9. Zack. Dann steigt sie wenigstens aus. Tschüssi. Ja, falsch rum, ja? Nein. Wir warten, bis die Ampel grün ist, dann fahren wir einmal in die Mitte rein. Da kommt ein paar mehr an. Da kannst du einmal rot machen und da machen, ey. Nee, dann nicht. Gut, wir fahren einmal aus dem Rücken und dann endet das Let's Play auch.
Ausfallverein Bahnhof. Einmal wieder von draußen, ne? Sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Alexander EP. Tschüss.